Moin! So, von den Everglades haben wir uns gar nicht mehr groß gemeldet. Aber sowohl ja auch, beziehungsweise ich musste kurzzeitig abbrechen, ich erinnere mich, weil der Große ist leider gestürzt. Er hat sich dann das Knie ein bisschen aufgeschrammt, ist aber ganz tapfer gewesen und ist jetzt auch schon deutlich besser. Und am heutigen Tag hatten wir erst überlegt, ob wir dann nochmal nach Venice Beach fahren, nochmal an den Strand am Donnerstag. Haben das aber jetzt letztendlich gelassen, weil der Große überhaupt keine Lust hatte. Und das ja auch wieder eine Stunde Fahrt dahin und eine Stunde Fahrt wieder zurück ist. Und genau, wir wollten dann natürlich nicht die Nerven noch weiter strapazieren, denn die Fahrt gestern mit den Everglades war irgendwie nicht so dolle. Weiß ich nicht, woran das jetzt lag, vielleicht einfach allgemeine nicht so gute Laune oder wie auch immer, oder halt aufgrund des Unfalls natürlich auch aufgrund für den Rückweg. Jedenfalls fanden wir das eigentlich ganz gut dort vor Ort, aber wahrscheinlich eher mehr die Erfahrung für den Großen als im Allgemeinen, weil diese Swamp Buggy Tour ist zwar eine witzige Tour, man sieht aber nicht so wirklich viele Tiere, wie wir das halt gedacht hatten. Und für den Preis von, ich glaube, $35 pro Erwachsenen, Kinder kosten von 9 bis 14 Dollar, das variiert wohl irgendwie immer noch nach Saison auch. Ist es halt natürlich auch fragwürdig, ob sich das denn groß lohnt. Er hatte auf jeden Fall Spaß, der Große, auf dem Buggy und auch hinterher beim Alligator halten. Und jetzt sind wir hier gerade mit unserem kleinen Buggy unterwegs, machen ja gerade noch mal eine Buggy-Tour durch die Gegend, im Bollerwagen. Und es gibt ja allerdings Beschwerden, hier möchte jemand wahrscheinlich auf den Arm. Genau, wir haben aber nicht mehr viel gemacht, wir sind danach hier wieder zurückgefahren zum Haus unserer Freundin. Haben wir noch Abendessen gemacht, der Große hat da tatsächlich dann auch auf dem Rückweg halt ein Schläfchen gemacht. Und ansonsten haben wir gar nicht mehr viel gemacht an dem Tag. Wir hatten halt überlegt, dann wie gesagt heute noch nach Venice Beach zu fahren, haben das jetzt allerdings gecancelt. Haben den Tag aber dafür entspannt hier bei der Unterkunft verbracht oder bei Haus unserer Freundin. Mit ein bisschen Poolzeit und einfach auch Spielzeit an sich. Und das Ganze steht wahrscheinlich morgen auch nochmal bevor wir dann am Freitag, bevor wir dann am Samstag auf jeden Fall mal das spätestens anfangen mit sauber machen. Wir machen da nochmal klar Schiff in dem Haus, putzen alles, müssen dann auch nochmal alles wieder ordentlich sortieren, was unseres ist, was nicht unseres ist. Und natürlich auch Tasche packen, sodass wir eigentlich am Samstagabend schon Startler sind zum Abflug. Ja, das nehme ich dir gerne ab, danke sehr. Und dann geht es am Sonntag eigentlich nur noch morgens aufstehen. Frühstücksbrote haben wir dann schon vom Samstag aus geschmiert und die gibt es dann nur noch im Auto quasi auf die Hand. Und dann fahren wir irgendwas um 7 oder 8 Uhr spätestens los. Haben dann noch unsere 2,5 bis 3 Stunden Fahrt nach Miami. Müssen dort dann ja auch nochmal voll tanken und dann den Mietwagen wieder am Flughafen abgeben. Bevor wir dann gegen 5 nachher, 16:30 glaube ich was circa, uns auf den Rückweg machen nach über Portugal nach Deutschland. Und letztendlich hatte ich auch erzählt, dass wir schon ein paar Termine gemacht haben für die erste Deutschlandwoche. Und wir sind auf jeden Fall schon gespannt, wie das jetzt wieder so wird. Und meine Mutti, liebe Grüße hier auch mal an der Stelle, hatte schon berichtet, dass uns ja sommerliche Temperaturen auch erwarten. Und zwar irgendwie was bei 28 Grad. Das ist doch ganz nett. Hier sind es 28 bis 34 Grad. Das heißt, wir kommen tagsüber zumindest mit angenehmen oder wohlbekannten Temperaturen an und schauen dann mal einfach, wie das alles so wird. Jetzt geht es gleich zurück zum Haus. Ich habe hier weder Handy noch sonst irgendwas mit, aber von der Uhrzeit her ist bald auch Bettgehzeit. Und von daher nicht mehr viel zu berichten. Ob es das morgen noch gibt oder wir uns dann tatsächlich erst vom Zusammenpacken oder halt am Sonntag von der Fahrt melden. Bin gleich da, Großer. Oh ja, was denn? Du hättest gerne diesen Bollerwagen mit dem Auto dran, oder wie? Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist aber ein bisschen schnell. Genau, von daher bis dahin, wir hören uns. Moin. So, letztes Video. Nicht ganz aus Florida, aber von unserem Aufenthalt hier bei unserer Freundin. Wie ihr seht, umgeben von Gepäck
Technik und sonstigen Equipment. Wir packen gerade unsere Koffer. Morgen ist nämlich Abreise und wir fahren morgen irgendwas zwischen 7 und 8 Uhr spätestens los. Also 8 Uhr spätestens. Und die Kinder sind jetzt im Bett. Es ist 21.30 Uhr, hat heute ein bisschen gedauert. Genau, und wir packen jetzt quasi unsere Sachen. Wir haben von überall jetzt mal alles zusammengesammelt. Hier in dem größten Raum mehr oder weniger uns versammelt. Moin. Und auch das Spielzeug ist jetzt hier, was sich in der Zwischenzeit angesammelt hat. Wir haben hier von Vickys Mitbewohnerin noch eine kleine Überraschung bekommen, worüber wir uns sehr gefreut haben. Und müssen jetzt natürlich noch einmal sehen, dass alles reinpasst. Wir haben allerdings auch ein paar Sachen, die wir halt einfach hier lassen, nicht noch weiter mitnehmen. Oder die das Zeitliche mehr oder weniger gesegnet hat. Also Klamotten oder andere Sachen, wo wir einfach sagen, das lohnt sich nicht. Deswegen packen wir jetzt. Wir haben noch ein paar Windeln auch über, die kommen auch noch irgendwie mit. Und ich übertrage gleich nochmal ein paar Daten, dass die GoPro quasi platt ist und dann bereit für die Rückreise. An und für sich haben wir dann halt eine 2,5 bis 3 Stunden Fahrt bis nach Miami ja morgen. Voll nochmal volltanken, Mietwagen abgeben, am Flughafen gucken, wann wir halt einchecken können. Also wir müssen noch einchecken, Online-Check-In ging diesmal gar nicht. Und müssen dabei auch gleichzeitig klären, wie das ist mit unserem Gepäck, ob das wirklich funktioniert mit dem Weitertransport in Lissabon, Portugal dann. Und auch wegen den Sitzplätzen nochmal was klären, weil wir beim zweiten Flug nicht nebeneinander sitzen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit ein bisschen Tetris spielen. Vivi ist jetzt schon fleißig. Und genau, da gibt es noch Kuscheltiere. Die vom Großen sind noch alle im Bett. Der ist ein bisschen anhänglicher, was das geht. Ich glaube, die würde er sonst auch vermissen, wenn ich ihm die jetzt schon klaue. Und ja, Klamotten falten, zusammenpacken in Tüten, Handgepäck packen. Und da haben wir noch einen guten Leinbeutel aus Neustadt. Und dann geht's los, ab ins Bett quasi auch für uns danach. Also von daher sage ich jetzt mal Tschüss. Wir melden uns morgen früh wieder, wenn es weitergeht. Und los geht's mit der Rückreise nach Miami und zum Flughafen. Bis dahin. Hier schon mal ein kurzes Update von uns. Ich halte mich auch ganz kurz. Wir haben jetzt gerade den Mietwagen abgegeben, hat soweit alles geklappt mit unserer Fahrt hierher. Wir haben jetzt noch 20 Minuten Zeit, also wir hatten eine halbe Stunde Zeit, als wir quasi mit dem Mietwagen hier angekommen sind. Das hat aber jetzt alles geklappt. Wir haben noch kurz einmal den Schaden besprochen, denn wir hatten ja unterwegs einen kleinen Vorfall. Da ist jemand mit einer Tür gegen unser Auto gekommen und deswegen hat deswegen eine Delle hinterlassen. Das haben wir jetzt quasi noch mal kurz gemeldet. Ich hatte das natürlich auch direkt am Tag des Geschehens gemeldet. Und jetzt haben wir den Mietwagen abgegeben. Sind jetzt hier gerade auf dem Weg zum Miami Mover, dem kleinen Zug, der uns hier einmal rüberbringt zum Flughafen. Und von da aus sehen wir einfach, wie alles weitergeht. Die Frau braucht auch erstmal einen Kaffee. Und ich würde sagen, wir sind ja gut in der Zeit. Die Lütte hat noch ein bisschen geschlafen. Der Große wurde bespaßt. Und wir melden uns einfach später nochmal. Da kommt dann endlich auch unser Flugzeug. Nachdem wir ja etwas Verspätung haben, es ist jetzt 16.50 Uhr. Wir hätten eigentlich schon um 16.30 Uhr abfliegen sollen. Das hat ja nicht so ganz geklappt.
Wir hatten oder haben ein bisschen Verspätung. Wir fliegen jetzt erst wahrscheinlich voraussichtlich 18 Uhr ab. Das heißt, wir warten jetzt noch ein bisschen. Das Flugzeug kommt jetzt erst und es ist jetzt 17 Uhr. Das heißt, ich glaube persönlich auch noch nicht, dass wir 18 Uhr abfliegen. Es wäre aber schön, denn wir haben ja noch einen Anschlussflug in Portugal. Und zwar von dann einer Stunde Umstiegszeit, beziehungsweise dann eine Stunde später fliegt das Flugzeug dann wieder los. Und wir hoffen mal einfach, dass wir halt nicht noch mehr Verspätung haben, dass wir das mit der Umstiegszeit dann noch schaffen. Genau, ansonsten hatte der Check-in hier eigentlich ganz gut geklappt. Es hat auch ein bisschen länger gedauert. Gab ein paar Probleme mit der Klärung mit dem Koffer und Anschlussflug und wie das weiter verschifft wird und dass er halt in Hamburg ankommt oder nicht. Das hat jetzt allerdings auch alles funktioniert. Jetzt sitzen wir hier am Gate. Die Kinder haben gerade Spielgefährten gefunden. Und genau, jetzt kommt halt gerade erst unser Flugzeug an. Die müssen ja dann noch alle raus aus dem Flugzeug. Dann muss das noch alles sauber gemacht werden. Dann muss alles aufgefüllt werden. Dann kommt das Gepäck noch alles rein. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, weil eigentlich wäre jetzt Boarding nämlich 17 Uhr. Wobei das bei dem Abflug 18 Uhr auch ein bisschen früh ist. Wir haben wohl, wurde uns gesagt, Priority Boarding, weil wir halt mit Babys unterwegs sind. Mal gucken, ob das auch so klappt. Ich hätte da diesmal nichts dagegen, ein bisschen eher schon im Flugzeug zu sein und sich schon mal ordentlich hinzusetzen und auf alles vorzubereiten. Ansonsten gibt es aber nicht mehr viel zu berichten. Wir hoffen jetzt einfach, dass alles klappt, dass unser Gepäck entsprechend auch bis nach Hamburg ankommt. Wir hatten jetzt hier noch eine entspannte Zeit und haben noch was in Ruhe gegessen. Und gehen jetzt gleich quasi wieder zurück, fliegen dann. Ich weiß nicht, ich habe den Faden verloren. Ich kann voll raus, weil ja noch einer neben mir steht, der auch eine Aufnahme macht. Genau. Also von daher, nur auf Portugiesisch, das verstehe ich gerade nicht so gut. Von daher hoffen wir einfach, dass alles in Hamburg ankommt. Da werden wir dann abgeholt. Und das hoffen wir einfach, dass das alles klappt. Soweit von mir oder von uns. Ich gehe jetzt nochmal fix hier auf Toilette, bevor das dann leicht ins Flugzeug geht, hoffentlich zeitnah. Und dann würde ich sagen, dass wir uns sonst dann vielleicht zwischendurch nochmal kurz sehen oder ansonsten in Lissabon vom Umsteigen und allerspätestens sonst in Hamburg. Bis dahin. Moin. Ja, wir grüßen aus Lissabon. Torben hat ja schon gesagt, dass wir Verspätung haben. Von Miami aus nach Lissabon mit dem Flug und das war auch tatsächlich so, sogar am Gate hat es sich nochmal verspätet. Das war echt ein bisschen ärgerlich und da habe ich schon gedacht, okay, Connection Flight kriegen wir auf gar keinen Fall. Dann saß im Flieger und dann kam die Durchsage, so und so lange braucht der Flug und das war halt deutlich kürzer, also scheinbar irgendwie mit Rückenwind. Und dann haben wir gedacht, okay, das war ungefähr noch eine halbe Stunde, die wir hätten, von dem Gate zum nächsten Gate zu kommen, zu unserem Flugzeug. Dachten wir, könnte ja hinhauen. Naja. Aber bis man ja dann auch aus dem Flugzeug ausgestiegen ist und alles, und dann gab es da halt nochmal eine Passkontrolle auch. Und vor der Passkontrolle wurde man noch abgefangen. Und da waren dann plötzlich schon neue Boardingpässe und wir haben halt den Leuten, die vor uns standen, haben wir gefragt, hey, habt ihr auch Connection Flights? Und die so, ja. Und ich so, ja, aber also wir haben jetzt quasi den Flug, aber keiner ist auf die Idee gekommen zu sagen, hey, dann komm, geht vor oder sowas. Nö. Ja, das war ärgerlich. Dachte ich echt, ey, danke für nix. Naja, und dann sagte der Typ halt da mit den Boardingpässen, ja, hier, wir haben, ich warte mal kurz ab. Naja, auf jeden Fall sagte der halt, ja, wir haben euch schon einen Flug gebucht von hier nach Wien und dann von Wien nach Hamburg heute Abend, weil ihr kriegt ja den Flug nicht mehr. Okay, haben wir uns gedacht. Dann sind wir durch die Passkontrolle und die meinten halt ja auch, wir könnten halt noch an den Schalter direkt nach der Passkontrolle, um mal zu sehen und nachzufragen, ob es vielleicht noch einen eheren Flug halt irgendwie gibt, dass wir noch nach Hamburg kommen können. Weil es fliegt halt von hier direkt nach Hamburg, jeden Tag nur einmal einer. Gut, haben wir dann gemacht und die meinte dann, ja, nee, es gibt keine andere Option, die anderen Flüge sind alle ausgebucht. Ja, dann
Und gedacht, okay, dann ist es halt, wie es ist. Letztendlich haben wir dann hinterher, aber leider zu spät gesehen, hätten wir vielleicht einfach zum Gate laufen sollen und gucken sollen, ob wir halt trotzdem noch reinkommen. Vielleicht dann das Gepäck hätte es dann nicht geschafft, aber wir dann wenigstens. Wir hätten einfach mal hingehen sollen, aber die Idee kam uns leider dann zu spät. Genau, weil da irgendwie stand, seit 8 Minuten ist das Gate zu. Hätten wir vielleicht noch geschafft. Naja, ärgerlich, aber kann man nicht ändern. Gut, haben wir erstmal uns versorgt mit irgendwie Kaffee und ein paar Snacks. Immerhin hatten wir in den Boardingpässen, die uns ja ausgedruckt wurden, Entschuldigungsgutscheine drin. Ich glaube auch gar nicht so wenig, also es war irgendwie 62 Euro oder so. Also eigentlich ganz gut. Naja, und dann saßen wir da und Torben hat dann nochmal quasi unseren Abholservice informiert und nochmal dann die Flüge nachgeguckt. Und da stand dann schon, dass unser Flug nach Wien auch schon wieder 5 Minuten Verspätung hat. Und damit fängt ja alles an. Und somit und auch unsere Umsteigezeit in Wien relativ kurz ist und somit ja dann wieder kürzer ist. Also 5 Minuten kann man vielleicht noch einholen, aber wer weiß, wo das hinführt. Und hinterher stecken wir halt dann in Wien fest. Hatten wir jetzt auch nicht so Lust drauf. Also sind wir wieder zu diesem Informationsding. Da saß eine andere Frau dann und die war dann total bemüht. Die war total bemüht und hat dann nochmal nachgeguckt, welche Optionen es gibt. Ich glaube, das macht wenig Sinn, ne? Genau, die hat dann nochmal nachgeguckt, welche Optionen es noch gibt und wollte uns erst dann über Brüssel leiten, aber da würde unser Sohn irgendwo ganz alleine sitzen und Torben hatte noch gar keinen Sitzplatz. Und dann haben wir gesagt, ja, das noch im Gate dann klären, ist auch irgendwie so eine Sache. Und dann hätten wir auch in Brüssel nochmal neu einchecken müssen. Daher konnte sie uns dann nur die Reservierungsnummer geben und keine Boardingpässe. Und dann haben wir gesagt, irgendwie macht uns das nicht so ganz glücklich. Und dann meinte sie, ja, ich guck nochmal, weil sie gesagt hat, das geht natürlich nicht, dass unser Sohn halt nicht mit einem Erwachsenen sitzt. Also es geht nicht und ist nicht erlaubt und wie überhaupt. Naja, und dann hat sie geguckt und jetzt haben wir einen Flug von hier bis nach Frankfurt um 3 und haben dann da ausreichend Zeit und fliegen dann heute Abend von Frankfurt nach Hamburg. Ja, jetzt hoffen wir, Daumen gedrückt und Fingers crossed, dass alles gut geht und auch mit unserem Gepäck alles gut geht. Das ist ja auch noch so ein bisschen eine Sorge bei dem ganzen Hin und Her mit den Lügen, die hier gebucht wurden. Genau, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Wir haben die Gutscheine für unseren Kaffee schon genutzt und gucken mal, dass wir nachher noch irgendwie was Feines essen. Haben wir jetzt noch bis 3 dann auch Zeit. Und genau, auf Kosten der Verspätung, auf Kosten der Airline noch mal ein bisschen was essen. Und genau, dann hoffen wir, dass alles gut klappt und wir dann irgendwann mitten in der Nacht zu Hause ankommen, müssen dann noch die Betten beziehen und dann wird auch geschlafen. Ja, genau. Also, wir halten euch bestimmt noch mal, geben bestimmt noch mal ein Update aus Frankfurt und bis dann erstmal. Moin, so, wir sind auf deutschem Boden gelandet. Wir hatten jetzt unseren Flug von Lissabon nach Frankfurt. Wir haben ja noch mal alles umgeworfen. Ich glaube, Vivi hatte davon schon berichtet. Und es gab 45 Minuten Verspätung nochmal. Und zwar aufgrund eines starken Gewitters aktuell in Mitteleuropa, weshalb quasi eine Luftfahrtbehörde wohl gesagt hätte, dass halt die Abflüge zeitverzögerter stattfinden müssen. Also gut, dass wir einfach das so nochmal geändert haben, weil das würde ja alle Flüge dann da betreffen an dem Tag von Lissabon. Und somit haben wir dann, jetzt also einen zeitigen Flug hierher gehabt, sind so gut in Frankfurt gelandet, somit schon mal auf deutschem Boden. Und hatten da auch gleich witzige Erlebnisse in dem Flugzeug, wie typische deutsche Unterhaltung, auf Fensterplatz, ich möchte am Fensterplatz und wir können ja auch mal wechseln und jeder holt seine Zeitung raus und das typische Klatschen bei der Landung, das haben wir nirgendwo anders sonst so gehabt bei unseren ganzen Flügen bisher. Das ist irgendwie schon doch sehr den Deutschen zuzuordnen.
Und jetzt sind wir hier am weiteren Schalter, am weiteren Gate, wo wir jetzt unseren letzten Flug für heute haben sollten. Und dann auch noch heute tatsächlich mal in Hamburg landen. Eigentlich war ja planmäßig 12.30 Uhr, 12.40 Uhr die Landung. Das ist ja gar nichts geworden. Das ist jetzt nachher wahrscheinlich 22.30 Uhr. Aber immerhin konnten wir einfach kostenlos mehrfach umbuchen, bis wir den passenden Flug für uns gefunden hatten. Das ist ein ziemlich großes Flugzeug. Hier stehen vielleicht gerade mal 20 Leute. Bin mal gespannt, ob das wirklich ist oder ob wir nachher nochmal mit einem Bus abgeholt werden und zu so einem kleinen Flieger halt rüber müssen. Jedenfalls steht hier schon mal Hamburg dran. Noch ist kein Mitarbeiter da. Es ist jetzt 20.30 Uhr, 33. 21 Uhr soll Boarding sein und 21.30 Uhr halt Abflug. Eine Stunde Flug von Frankfurt ist hier angerechnet. Wir lassen uns überraschen. Und dann kommen wir hoffentlich wohlbehalten in Hamburg auch an. Ich habe gerade schon mal nach dem Gepäck geguckt von bei TAP Portugal mit unserer Gepäcknummer. Die ist gut in Lissabon gelandet. Also das Gepäck ist gut in Lissabon gelandet. Allerdings steht von Lissabon nach Frankfurt nur Gepäck ist registriert. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, heißt das sowas wie, das ist vorgemerkt, dass das hierher kommen soll, weil das steht nämlich auch schon für den Flug von Frankfurt nach Hamburg. Gepäck ist registriert. Das ist also irgendwie so angekündigt, würde ich jetzt mal vermuten. Weitere Infos habe ich dazu leider nicht. Vielleicht ist es aber auch einfach noch nicht im System. Davon gehen wir jetzt einfach mal stark aus und lassen uns dann überraschen, wenn wir in Hamburg landen. Da holt uns mein Onkel ab. Mit dem haben wir noch aus Lissabon telefoniert. Da haben wir wieder normales Netz, dank EU-Reichweite. Und haben uns nochmal kurz ausgetauscht, wie das mit der Abholung dann nachher wäre. Er hat sich extra für uns freigenommen. Liebe Grüße, Thomas, an dich. Und vielen Dank für deine Hilfe dabei. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal zurück zu den anderen. Und den Tag ist ja echt gut umbekommen. Jetzt auf dem Flug von Lissabon nach Frankfurt hat der Große auch nochmal komplett gepennt. Die Lütte hat ein kleines Schläfchen noch gehalten. Ich denke mal, für den letzten Flug ist das jetzt nicht mehr notwendig. Da können sie ruhig wach sein, damit es dann auch nachher irgendwann zeitig mal zu Bett geht. Genau, hier ist noch kein Mitarbeiter. Wir hoffen einfach mal, dass das irgendwann zeitnah was wird und melden uns sonst nochmal aus Hamburg.